Ich habe nichts Besseres gelernt und bin ich Pferdehändler geworden, aber ich kann mir auch nichts anderes vorstellen. Mein Name ist Robert Meyer, ich komme aus 88499 Riedlingen. Ich bin 1959 geboren und bin Pferdehändler. Die Pferdehandlung Meyer wurde 1925 von meinem Großvater gegründet. Dann wurde sie von meinem Vater weiter betrieben. Und da ich von Kindesalter an immer im Geschäft dabei war, hatte ich Spaß und habe somit den Betrieb übernommen und habe es weitergeführt und ausgebaut. Und meine Söhne sind jetzt auch im Geschäft. Ein Pferdehändler sucht korrekte Ware zu kaufen. Ganz wichtig ist, dass die Pferde mit voller Garantie sind, dass die dem neuen Gesetz entsprechen. Wir wollen korrekte Pferde verkaufen. Ein Pferd verkaufen ist nicht verkauft. Wir wollen den Kunden wieder bedienen. Wir verkaufen unsere Pferde mit voller Garantie und stehen gerade. Die Pferde müssen korrekt beim Einkauf schon ausprobiert, getestet werden, genau angeschaut. Dann kommen sie bei uns auf den Hof, werden wieder ausprobiert und wieder getestet, gefahren, geritten, gemacht, dass wir sie dem Kunde korrekt vorstellen können. Dann hat der Kunde die Möglichkeit, bei uns die Pferde in der Halle sowie im Gelände oder im Parcours überall zu probieren. Die Pferde werden auch vorgefahren, wenn es der Kunde will, im Verkehr und überall. Wir hoffen, dass wir jeden Wunsch dem Kunde erfüllen können. Und dann kommen wir zum Geschäft, dann gibt es die Preisverhandlung und dann wird ein Vertrag geschrieben. Ein altes Sprichwort ist, wer schreibt, der bleibt. Der Alltag ist ganz verschieden. Es kommt darauf an, wo wir zu Hause auf dem Betrieb sind oder ob wir im Einkauf sind oder ob wir im Verkauf sind. Ein ganz unterschiedliches Leben. Das Besondere ist, wir können unser Leben frei gestalten. Wir sind selbstständig. Wir können viel und wenig machen. Wir müssen schauen, dass wir über die Runde kommen. Und das Abwechslungsreiche an unserem Geschäft ist für uns einfach die Schönheit. Das ist das Tolle. Es ist jede Stunde anders, jedes Pferd ist anders, jeder Mensch ist anders, jeden Kunde muss man anders bedienen. Abwechslungsreiches, einmal ein schönes, einmal nicht so schönes Geschäft. Bei uns ist jedes Tier gleich viel wert, wird jedes gleich gut behandelt, wenn es bei uns gut gehen. Freilich hat man zum einen oder anderen Pferd vielleicht, der ihm besser gefällt, der besser ist, ein bisschen eine Bindung, aber wir haben einen Verkaufsstall. Und wenn die Zeit kommt, wenn sie verkauft sind, hoffen wir, dass sie einen guten Stall bekommen und dass der Kunde zufrieden ist. Der Pferdehandel ändert sich so alle 10 Jahre. Wenn ich dazu sagen darf, zu meiner Anfangszeit in den 70er Jahren hatte das Pferd keinen Stellenwert mehr. Dann kam der Reitsport in den Vordergrund, dann waren die Pferde rar in Deutschland. Da mussten wir sie suchen auf der halben Welt. Dann haben wieder viele Züchter angefangen. Dann hatte man so um die Jahrhundertwende herum eine Schwemme an Pferde. Dann haben viele Züchter aufgehört, weil es nicht mehr interessant war, ob es finanziell oder haltungsmäßig war. Und momentan ist das Pferd wieder Mangelware. Ich komme jetzt seit 43 Jahren auf den Leonberger Pferdemarkt. Da muss ich dazu sagen, auch zu dieser Zeit war es Mangelware. Da hat mich die Stadt angerufen, komm doch bitte mit Pferde zum Markt. Wir sind hingefahren, es war richtig Marktleben. Kam der ganze Schwarzwald, war alles interessant. War richtig Handel. Wir hatten in der ersten Stunde unsere Pferde verkauft. Somit sind wir ein Freund vom Leonberger Pferdemarkt geworden. Es war immer, wenn wir nach Leonberg kommen, schon beim Abladen lebhaft. Die Leute waren
freundlich, es war Leben da, die Wirtschaften waren voll. Es war einfach richtig Marktleben, wie man sich Pferdemarkt und Handel vorstellt. Und so ging das also etliche Jahre. Wir sind immer mit Freude nach Leonberg gefahren, bis der Tag kam, Vorschriften. Es ging schon los mit Einfahrtskarte, mit Abladen, mit Anbinden. Alles wurde nach Vorschrift gemacht. Und wir waren kein freier Mann mehr auf dem Markt. Auch die Leute sind vorsichtiger geworden. Und so ist es also traurig, dass der Leonberger Markt momentan sich so geschrumpft hat. Und es ist jammerschade, dass so eine alte Tradition so eingeengt worden ist. Und wenn das natürlich so weitergeht, wird auch dieser schöne Markt ein Ende finden. Ich bin gerne bereit, die nächsten Jahre den Markt weiterhin zu besuchen. Aber ich hoffe, dass wir uns doch mal zusammensetzen, dass wir irgendwie über die Zukunft und den Erhalt vom Pferdehandel, nicht allein vom Markt, den Erhalt vom Pferdehandel weiter zu machen. Beim Pferdehandel ist es wie bei jedem anderen Geschäft. Wir haben immer Änderungen, Neuigkeiten. Stillstand ist Rückstand. Wer Freude hat an seinem Betrieb, egal was er verkauft, ob er Autos verkauft oder Pferde verkauft, es werden sie immer gebraucht werden. Und wir werden immer Pferdehändler werden und Pferdehändler bleiben können, solange wir Spaß und Freude haben an unserem Betrieb. Beim Pferdehändler gibt es keine Altersbegrenzung. Wir haben Spaß an unserem Geschäft. Ich hoffe nicht aufs Aufhören. Das gibt es bei uns nicht. Solange wir auf den Beinen sind, wollen wir Pferde handeln. Meine größte Freude ist dran, dass meine Juniors beide weitermachen und meine Enkelkinder auch schon Spaß haben an Pferde. Ich hoffe, dass unser Betrieb so weitergeht. Ein altes Sprichwort ist, Pferdehändler werden ist keine Kunst, aber Pferdehändler bleiben umso mehr. Wir betreiben unsere Pferdehandlung in vierter Generation. Das gibt es nur einmal in Baden-Württemberg.